So. Kann ich denn? Nee, kann ich wahrscheinlich noch nicht, ne? Doch, ich kann! Oh mein Gott. Da ist sie. Ich krieg mein Einhorn! Keiner, wirklich keiner. Und dann komm ich. Viele Geschichten über dich und deine Heldentaten hallen durch die Grotte der versunkenen Gedanken. Man spricht von keiner anderen Abenteurerin mehr. Deswegen möchte ich dir einen besonderen Auftrag anvertrauen. Im Herbstkürbissee im Nordwald ist eine verletzte Mähre gesichtet worden, die sich von niemandem helfen lassen möchte. Das stolze Pferd lässt aber niemand an sich heran. Oh mein Gott. Ich habe in einer altertümlichen Legende einmal von einem ähnlichen Vorkommnis gelesen. Das ist nur eine vage Ahnung, aber nein, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Geh und teile die Meere mit deinem Zauber Vita. Wir werden sehen, ob ich mit meiner Ahnung recht behalte. Okay. Jo, dann machen wir erstmal das mit dem Einhorn. Mit dem kleinen Einhörnchen. Pünktchen. Oh, Pünktchen, oh, Pünktchen. Jetzt habe ich einen Beitrittsruf gestellt. Oh, cool. So, Einhörnchen. Wir brauchen das Einhörnchen. Den Kauen auch eigentlich rausnehmen. Pennywise, Hallöchen. Einen wunderschönen Morgen, Mittag, Montag. So ist das. Hallo, schön, dass du hier bist. Gates. Alles fit? An diesem sonnigen Montag? Also zumindest bei uns scheint die Sonne. Was? Wir spielen mal im neuen Main tatsächlich. Ich habe eigentlich einen anderen Char, aber ja. Ich habe einen kleinen Serverwechsel gemacht und jetzt versuche ich, die Story nochmal durchzuspielen. Gleichzeitig haben wir auch einen kleinen Subathon. Mit 15 möglichen Subs. Also Subs, die möglich sind, um zu erhöhen. Und ja, wie gesagt, gerade spielen wir erstmal für 14. Ganz entspannt, ganz easy. Meistens machen wir sowieso nur das Chatting. Und nebenbei spielen wir so ein bisschen. Und ja. Story Quest bin ich, glaube ich, gerade bei. Ja, gut zu wissen, ne? Die jungen Wilden. Also, ja. Ich stehe gerade in Gridanium nach Mucke. Eine Barde. Ja, wie gesagt, ich habe vorher auf Shiva gespielt, da habe ich einen 90er Char. Mit dem haben wir die Story auch aktiv durch. Und ja, ich habe jetzt aber gewechselt. Zumindest den Stream-Char habe ich gewechselt. Mein anderer Char ist noch da. Aber ja. Mein Main-Char, den spiele ich auch noch. Den spiele ich halt für den aktuellen Content. Aber auf Shiva. Auch jemand auf Shiva. Nice. Pennywise, vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen hier bei den niveaulosen Sampfoten. Mir kann hier, glaube ich, nichts mehr passieren, ne? Mit 43. Also, Shiva ist super. Ja, das stimmt. Auf Shiva bin ich auch tatsächlich recht glücklich. Nur ich wollte jetzt halt Stream und privat so ein bisschen trennen. Beziehungsweise habe ich halt eine Gilde. Oder wir haben eine Gilde auf Shiva. Und da waren aber einige bei, die dann auch gesagt haben, nee, wir wollen nicht unbedingt eine Streaming-Gilde. Dann habe ich gesagt, gut, okay. Dann machen wir hier halt rein Community-mäßig jetzt auf Chaos. Das heißt, wer will, kann sich dann halt, ne, also wie Kitty und Luna, die haben sich dann auch einen Char hier erstellt. Und machen jetzt halt hier Community-mäßig dann unseren Kram. Und ja, privat oder für aktuellen Story-Content spielen wir halt auf Shiva noch. Weil ich will ja auch die aktuelle Story mit euch spielen, ne? Deswegen, ja.
Aber eigentlich, wie gesagt, ist mein 90er auf Shiva beheimatet. Und ja, das hier ist jetzt mein neuer Streaming-Char. Servus. Die gerade eine Brille trägt. Auch wenn. Naja. Ich bin Main Gunbreaker. Also ich bin mittlerweile Main Reaper bzw. White Mage. Vorher war ich Bade. Bade Main. Aber ich, ja. Ja. Der Reaper hat es mir angetan. Deswegen. Ich liebe den Reaper. Das arme Tier scheint sehr zu leiden. Sein träume ich mich nicht ran. War bei mir anfangs auch so. Ich habe dann durch Kitty und ein paar andere habe ich dann mich so ein bisschen an Zeilen rangewagt. Also bis 50 ging es immer. Da hatte ich dann immer so gar keine Probleme und dann aufwärts. Jetzt bin ich noch dabei, den aktuellen Content heilen zu lernen. Weil da bin ich noch nicht ganz so gut drin. Aber ich gebe mein Bestes, dass ich da recht fit drin werde. Aber heilen macht unglaublich viel Spaß. Dafür habe ich zum Beispiel Angst, Tank zu spielen. Ich spiele den Tank unglaublich ungern. Das ist so... Ah, nee. Da habe ich tatsächlich Schiss vor. Obwohl es, glaube ich, einfacher ist als ein Heiler. Aber irgendwie, nee. Tank ist in keinem MMO bisher. War überhaupt nicht meins. Also ich soll das Viecher heilen. Wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn ich das Tier jetzt endlich mal von seinem Leiden erlöse. Hi. Wie wäre schon witzig, aber Mushy und Red Mage machen mir gerade Spaß. Mushy ist auch richtig cool. Red Mage bin ich jetzt noch nicht so warm mit geworden. Deswegen. Aber ich muss mich auch erstmal reinfuchsen wahrscheinlich. Yay, ich darf zurück. Dann spielst du, wenn ich dein Heiler bin und Mentor-Bonus aktiv ist. Ja, dann spiel ich Tank. Den Tank spiele ich dann, wenn ich alles andere durch habe. Wobei Tanken bis Level 50 kriege ich auch noch hin. Das ganze Kram von Realm Reborn kriege ich getankt. Da habe ich kein Problem mit. Bei allem aufwärts. Weil ich halt immer Schiss habe, auch die Mechaniken zu verkacken. Weil ich oft ein bisschen am Träumen bin. Ja. 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 Mal gucken. Irgendwann spiele ich den Tank mal. Ich bin froh, dass ich mich das Heilen jetzt traue. Zumindest mit dem Gelehrten und dem Druiden. Jetzt übe ich gerade den Sage. Auf dem anderen. Versuche mich gerade an dem Sage irgendwie, dass ich den spielen lerne. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, mit Luna war ich das letzte Mal als Sage in der Inni. Habe ich Luna so lange damit genötigt, dass er dann irgendwann mit mir reingegangen ist. Aber es ging! Und ich glaube, dann habe ich ja noch zwei Innis mit dem Kommando gemacht. Das ging auch ganz, okay, also ganz gut. Ja. Na gut. Genötigt, ich habe dich gefragt. Ich habe dich vorher aber stundenlang genötigt. Da habe ich zumindest um 30 Ecken. Ich habe immer gesagt, ja, ich möchte ja gerne. Aber es geht keiner mit mir rein. Ich habe Angst alleine. Luna, möchtest du? Nee, alles gut. Nee, du hast gerade keine Zeit. Machen wir das mal anders? Ungefähr so ging es, glaube ich, oder? Ich bin so ein FF8-Fanboy. Hab mein Char so gebastelt und mein FC-Haus so eingerichtet. Bin damit happy. FF8 ist cool. Ich hab's leider nie richtig gespielt. Ich habe es ja nur Let's Plays von gesehen. Aber das ist bei mir ähnlich mit Final Fantasy 10, 12, 7, 4. Gerade FF4 hat es mir zurzeit richtig angetan. Gerade Final Fantasy 4. Und 10, was halt mein erstes war. Aber 7 ist halt auch so toll. Warum wurde ich nicht gefragt? Du warst zu dem Zeit, glaube ich, schon im Bett, Kitty. Oder du hattest deine Dingensrunden. D&D-Runden. Das kann auch sein. Du hattest auf jeden Fall keine Zeit an dem Abend.
ich meine, das war sogar D&D, was du hattest an dem Tag. Das war ganz spontan. Du warst auf jeden Fall mit Rot markiert. Das, oder halt online oder so. Deswegen hatte ich dich nicht gefragt. Sehen wir nicht so meins. Ja gut, ist aber auch Geschmackssache. Bei mir ist es zum Beispiel Teil 2 und 15, was ich nicht so mochte. Doofe die in die Runden kaputt. No, Kitty. Aber eigentlich, wie gesagt, außer 2 und 15 mag ich, glaube ich, bisher alle. 6 habe ich leider noch nicht gespielt. 5 nur teilweise. Und 8 leider auch nur teilweise. Gut, und 11 kenne ich gar nicht. Da habe ich nur Videos bei einem Kumpel gesehen, der hat Let's Plays dazu gemacht. Auf YouTube. Würde ich, glaube ich, heute auch nicht mehr spielen wollen. Glaube ich. Obwohl es wahrscheinlich damals richtig cool war, aber ich glaube, heute wäre das nicht mehr meins. Aber ansonsten habe ich jedes mittlerweile gespielt. Außer halt die ganzen Spin-Off wie Tactics und so weiter. Das dann natürlich nicht. Ja, bin ich dann raus. Willkommen zurück. Wie ist es dir in Herbstkürbis ergangen? Die Meere war schneeweiß, außergewöhnlich schön und hatte ein einzelnes Horn. Das war kein gewöhnliches Pferd. Du hast tatsächlich ein legendäres Einhorn gesehen. Einhörner leben in dem entlegensten nördlichen Winkel von Körters. Sie sind so selten und so scheu, dass manche ihre Existenz ganz zweifeln. Hatte ich also recht mit meiner Ahnung? Einhörner sind klug und dafür bekannt, sich für gute Taten bei ihren Gönnern zu bedanken. Wer weiß, vielleicht hast du mit dem Einhorn vom Herbstkürbissee einen neuen Freund gefunden. Habe ich. Habe ich in der Tat. Da ist es. Mein Einhorn. So, guck mal hier. Ich spiele seit 2 Jahren. Hilfe. FF, und was passiert mir? Ich renne an jedem Meteoriten vorbei. Ich vergesse, meine Mainquest anzunehmen. Müde. No, Luna. Wird mir demnächst mehr Tactics anschauen. Ich glaube, Tactics soll ganz gut sein. Aber ich habe es halt leider auch noch nie gespielt. Ich habe nur 2 Spin-Offs gespielt. Crisis Core und Dirt of Severus. Die waren super. Crisis Core habe ich noch für die PSP hier rumliegen. Dirt of Severus habe ich mir immer gewünscht, nie bekommen. Das war der Teil mit Vincent, glaube ich, ne? Kann das sein? Ich meine, das war Vincent. Den fand ich nämlich damals richtig, richtig cool. Gibt's, glaube ich, ja für PlayStation 2, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht hole ich mir den irgendwann mal. Mal gucken. Ich habe noch so viele Sachen, die ich eigentlich spielen müsste. Hm. Und Crisis Core gibt's, glaube ich, bald ein Remake von? Remastered? Remake? Finden wir schon, Hotti. Oh ja. Oh ja. Er war schon nice. Vor allem als Teenager fand man das nah. Ne? Wenn ich ein Mädel wäre, dann... I know, I know. Also ich fand den damals echt toll. War zumindest mehr, ich sag jetzt, mein Typ, als Cloud oder Squall oder sowas. Das waren für mich einfach nur so richtig weinerliche Typen, wo ich mir dachte, oh, boah, Alter, ich gebe mir auch einen Keks. Da fand ich die ganzen Nebencharaktere besser als die Hauptcharaktere. Komm, sprich dich aus. Luna, du willst es doch nur wissen. Kannst es dir doch denken, oder? Was ich mit Yuffie machen würde. Ja, die süße kleine Yuffie. Yuffie ist toll. Wobei die meisten ja eher auf Tifa abgefahren sind, ne? Ich mag alle 3 Mädels. Yuffie fand ich einfach nur knuffig. Dann kam Eris. Weil, ich weiß nicht, halt, sie hatte so eine beruhigende Art. Und Tifa kam immer so auf Platz 3. Also nur von den 7ern. Also vom 7er. Ich bleib bei Gra. Gra nimmt dir auch keiner weg, glaube ich. Also zumindest ich nicht. Gra kannst du behalten. Den möchte ich nur nicht mehr geschenkt haben. Dann doch lieber Emmerik.
Zur Auswahl stehen heiraten, töten, fühlen. Welcher F14-Charakter passt zur Einteilung? Naja, sterben mit Filia. Ja, gut. Bei heiraten und dem anderen wäre es dann schwierig. Ich nehme mal nicht an, dass ich einen Charakter für beide nehmen kann, oder? Also töten ist bei mir ganz klar. Das sterben muss mit Filia. Ja, war klar. Dann wäre es bei mir wahrscheinlich heiraten Emmerich und das andere wäre Istola. Ganz komische Kombi, aber egal. Irgendwie muss man das ja verteilen. Dann schließt das andere ja nicht aus. Ja, Luna ist auch mit Filia. Bis auf eins haben wir es gleich. Ich liebe das Spiel, ja, ich auch. Es ist einfach nur toll. Es nimmt und nimmt kein Ende, Arun. Für jedes Monster, das wir besiegen, scheinen zwei neue aus dem Untergrund zu kriechen. Wie sollen wir sie so je zum Wächterbaum kommen? Heran die Stola, und töten Alizée. Wo, echt, Alizée? Also bei mir war es tatsächlich mein Filia, weil. Widerliches Vibe. Also will momentan mein Freund davon zu überzeugen, dass er Graha cosplayt. Alter Luna. Alter, wir alle auf mit Filia gehen. Na gut, die ist aber auch. Kein Kommentar dazu. Ich habe es dir doch gleich gesagt. Wir hätten nicht ohne Eskorte aufbrechen dürfen. Jetzt siehst du, was du von deinem überstürzten Aufbruch hast. Ich kann nicht mehr lesen. Wir sind dieser Übermacht nicht gewachsen. Uns bleibt nur der Rückzug. Es kam nicht wie immer Tankred. Nee, seit ich Emre kenne, nicht mehr. Vorher wäre es bei mir tatsächlich Tankred gewesen, aber nein. Nein. Istola ist Liebe, das geht gar nicht anders. Ich halt nur meine heiß in heißer Charakter. Kann man nicht anders sagen. Bei mir ist es halt einfach immer. Es ist wenigstens mal so kein Milchbubi, der, ne, einem das Blaue vom Himmel runterholen will. Danke, das war nicht mein Typ. Doch, anfangs fand ich den richtig toll. Ich war nur von seiner Stimme anfangs halt mega. Naja. Ich stelle deswegen heiraten, da kann ich öfter. Ah, ich verstehe. Aber Tankred ist auch cool. Aber nicht in der Aufzählung. Einfach nein. Wir dürfen nicht vorschnell aufgeben, Raya-O. Unsere Aufgabe ist viel zu wichtig. Das weiß ich doch. Aber hast du vielleicht eine bessere Idee? Servus. Oh, wer bist du denn? Etwa eine der Druidinnen? Izumis? Das trifft sich ausgezeichnet. Wir könnten hier nämlich etwas Hilfe gebrauchen. Eine Abenteurerin? Das ist un unter unserer Würde, Schwester. Falscher Stolz ist jetzt fehl am Platz, Arun. Beschweren kannst du dich immer noch, wenn wir die Monster verjagt haben. Okay. Konzentrieren muss ich mich jetzt nicht großartig, aber passt. Lyra aus drei Gründen. Erstens Catboy, zweitens die roten Augen, drittens er wird im Deutschen so gesprochen, meine absoluten Lieblingssynchronsprecher. Ja, meine Lieblingssynchronsprecher sprechen hier leider nicht mit. Deswegen, ja, muss einmal für mich leiser machen. Das ein bisschen. Deswegen, da kann ich leider nicht nachgehen. Meine zwei liebsten Synchronsprecher sind hier nicht existent.
Dazu müsste ich Legacy of Kain spielen. Dann hätte ich so. Dann hätte ich meine Lieblings-Synchronsprecher. Das sehe ich auf der CS-Graf. Zeichner Sprechrolle kriegt, wäre das ultra lustig. Okay, der sagt man tatsächlich gar nichts. Wo spricht er denn für gewöhnlich mit? Na, Luna. Ja. Na. Oh, ein gleißendes Licht. Geh nicht ins Licht! Stimme von Bernd das Brot und Till Lindemann aus die Till-Show. Nein, ernsthaft? Okay, voll geil. Bernd das Brot hätte ich jetzt, ne, hätte ich jetzt gar nicht so wahrgenommen, aber Till Lindemann, ernsthaft? Geil. Ich hab die Till-Show geliebt. Gibt's die eigentlich noch? Damit spricht und dann das Schar nicht misstagt, werde ich sauer. Luna. Ja, wie gesagt, wenn ich meine Synchronsprecher hören will, muss ich Legacy of Kain spielen. Damit ich Udo Schenk und... Wobei, nee, Udo Schenk spricht, glaube ich, auch in The Book of Unwritten Tales mit. Da hat er, glaube ich, auch eine Sprechrolle. Das heißt, das könnte ich auch spielen. Aber Martin Kessler meine ich tatsächlich bisher nur Legacy of Kain. Oder Fast and Furious, da kann ich es mir auch angucken. Zum Beispiel. Staffel 2 gab es noch, aber die war nicht so prall. Okay, die zweite kenne ich, glaube ich, gar nicht. Ich kenne, glaube ich, nur die erste. Weil ich glaube, da gab es ja eine kurze Pause. Etwas längere? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich dann eine Zeit lang keine Folgen mehr gesehen. Und dann habe ich es irgendwie verpeilt, da nochmal nachzugucken. Deswegen bin ich da leider nicht mehr auf dem Laufenden. Aber ich glaube, ich will es mir trotzdem nochmal angucken. Ein Jobkristall. Aber wie ist das möglich? Erst das Vermächtnis des großen Pajal. Pajal Atova Sand. Kant? Egal. Sollte der Erhabene dich etwa erwählt haben? Möglich? Maybe? Vielleicht? Ich entnehme deinem verwirrten Blick, dass du mir nicht ganz folgen kannst. Atova war der den letzten Besänftigungsritus durchführte. Dein Jobkristall scheint dich als seine Nachfolgerin erwählt zu haben. Der Kristall ist die Manifestation einer geheimen Lehre, die Pajal seit vielen Jahrhunderten von Generation zu Generation weitergereicht haben. Der Weißmagie. Sollte dies etwa ein Zeichen von Atova Sand sein? Sand? Seit jeher wurde der Besänftigungsritus stets von drei Weißmagiern durchgeführt. Wenn du, Abenteurerin, also den Weg einer Weißmagierin einschlagen würdest... Das ist doch nicht etwa dein Ernst, oder, Raya-O? Die Weißmagie ist eine mächtige Kunst, die die Welt aus ihren Fugen heben kann. Die ehrenden Gesetze verbieten es, sie an jene weiterzugeben, die keine Pajal sind. Ach, komm. Würde sie feiern, wenn Otto eine Stimme bekommt für den F. Oh Mann. Ich glaube, dann könnte ich das Ganze einfach nicht mehr ernst nehmen. So war es bisher, mein Bruder. Und ich pflichte dir bei, dass Traditionen gepflegt werden sollten. Doch siehst du einen anderen Ausweg? Wenn wir nicht schnell handeln, wird der Gebieter seinen Zorn an vielen Unschuldigen entladen. Ist die Tradition dieses Opfer wert? Ich habe es dir bereits gesagt und ich wiederhole mich gerne. Wir können den Ritus auch zu zweit bewältigen, wenn wir uns entsprechend viel Zeit nehmen. Wir haben es nicht nötig, die Hilfe einer unkultivierten Abenteurerin in Anspruch zu nehmen. Nett. Ich stehe hier übrigens auch noch, Leute. Du musst dein Werk ist auch noch eine Legende. Sie sagt mir gar nichts. Also ich kenne nicht viele Synchronsprecher, muss ich tatsächlich sagen. Ich glaube, wenn ich die Leute
sehe, beziehungsweise höre, dann denke ich, ah, ja, okay. Aber so einen Namen kann ich mir halt überhaupt nicht merken. Ich bin ganz schlecht in Namen, mittlerweile. Udidi Halafon ist auch cool. Der ist echt. Den mag ich unglaublich gern. Sprich Schwarzenegger und Stallone. Okay, Schwarzenegger ist echt. Ja, okay. Wie gesagt, am besten immer noch die Rolle zu sagen, weil dann weiß ich. Gut, bei Halavon ist kein Ding, das kriege ich. Den habe ich auf dem Schirm. Liebst auch Tino Kisi. Wer ist das denn? Luna, also wirklich, wer ist das denn? Wie ist das denn schon wieder? Wirf hier nicht mit Fachbegriffen. Nein, alles gut. Das ist die deutsche Stimme von Emmerich. Ja, gut. Ja, gut. Da wusste ich aber nicht, wie der Synchronsprecher heißt. Da habe ich tatsächlich im Abspann nie drauf geachtet. Wie der gute Gerla heißt, der den spricht. Aber ja, gut, den mag ich natürlich auch. Du musst ihn entschuldigen. Arun war schon immer ein unbelehrbarer Sturkopf. Eines Tages wird ihn seine Engstirnigkeit doch den Kopf kosten. Doch nun zu dir. Schwere Zeiten erfordern unkonventionelle Maßnahmen. Suche mich im Camp Seelenruhe auf. Dort werde ich dir alles weiter erklären. Von einem der 5 Synchronsprechern bis Stormblood. Nice. Ja, Luna, dann weißt du ja, was du zu tun hast. Mir die Liste mal rüberschicken. Her damit. Wir sammeln Punkte. Geil. Nice. Ich stalke ja überhaupt nicht, ne? Luna ist auch im tiefen Wald. Ja. Was? Hema Belano, okay. Hat sich gesendet. Dankeschön. Dankeschön. Okay. Kämpfst du irgendwo? War ich sogar schon. Na gut, wo war ich bisher noch nicht? Ja, okay, das ist eine lange Liste. Oh Gott. Ich werde aber gleich erstmal eine kurze Pinkelpause machen und ich glaube, der Hund muss gleich raus. Nämlich gleich 12, das heißt die... Also, was heißt? Ich muss kann den Hund hier bisher nur im Garten lassen jetzt. Kann ja jetzt keine ganze Runde machen, leider. Das ist der Nachteil, wenn man alleine zu Hause ist. Und der Verlobte verreist es. Okay, das ist eine geile Schokobo-Farbe. Oh mein Gott, das ist eine richtig geile Schokobo-Farbe. Ich brauche auch nur eine, da muss ich einkaufen. Ja. Ja, alles klar. Ich gebe jetzt noch schnell die Quest ab, dann gehe ich einmal fix aufs Klo, gehe kurz mit dem Hundi raus. Und ja. Dann geht's dann auch gleich weiter. Haben wir noch ein bisschen vor uns. Ein bisschen was haben wir ja noch vor uns. Ich ahne, dass wir sowieso in FF14 hängen bleiben. Wie gesagt, ich habe zwar noch Wimmelbild rausgesucht und noch 2 andere kleinere Spiele. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir hier hängen bleiben. Ich möchte dir für deine Hilfe am Wächterbaum danken und mich noch einmal für die ruppige Art meines Bruders entschuldigen. Ich bin übrigens Raya Usena, eine der Pajal. Du bist vermutlich Adaria, nicht wahr? Izumi hat deinen Namen schon oft erwähnt und dich stets in den höchsten Tönen gelobt. Es wäre mir wahrlich eine große Ehre, wenn auch ich deine Hilfe in Anspruch nehmen dürfte. Es geht um den der Gebieter des Wächterbaums. Er ist gefangen in grenzenlosem Groll. Seinem Unmut richtet er sich gegen jeden, der sein Hoheitsgebiet betritt. Und hetzt Horden boshafte Monster auf unbedarfte Wanderer. Du hast ja gesehen, welche Ausmaße das annehmen kann. An uns liegt es, ihn mit einem speziellen Ritus zu besänftigen. Ein Ritus, der seit alters her immer von 3 Weißmagiern durchgeführt worden ist. Doch momentan können sich nur mein Bruder und ich des Problems annehmen.
hätte gehofft, dass wir der Situation gewachsen wären, doch so sehr wir uns auch bemühten, wir vermochten nicht zum Wächterbaum vorzudringen. Bis du erschienst, Daedaria, du standest uns bei und wurdest von Atovashans Kristall erwählt, der im Stamm des Wächterbaums geschlummert hatte. Wenn dies nicht der Wille des großen Weißmagiers ist, was dann? Atova hat dich erwählt, seine Nachfolge anzutreten und gemeinsam mit uns Pajal den Gebieter des Wächterbaums zu besänftigen. Atovashan war ein ehrenhafter und überaus talentierter Weißmagier, außerdem jemand, der sich nichts vorschreiben ließ und immer seinen Weg gegangen ist. Dieser hat ihn schließlich aus dem Finsterwald geführt, eigentlich unvorstellbar für einen Druiden. Überall in Eorzea wirkte er große Taten. Atovashan seine Heilzauber und half, wo er konnte. Leider verschied er jedoch auf seinen großen Reisen, ohne einen legitimen Nachfolger zu hinterlassen. Dein Erscheinen kann daher kein Zufall sein. Da sind höhere Mächte am Werk, davon bin ich fest überzeugt. Boah, Alter. Die weiße Magie war von Anbeginn uns Pajal vorbehalten. Sei dir deines Privilegs bewusst und verhalte dich entsprechend. Doch genug der Förmlichkeiten. Lass mich dich noch einmal in unserem Kreis willkommen heißen. Alter, die spricht so geschwollen, ne? Ich habe etwas Schönes herausgefunden. Was denn, Luna? Ich habe meinen blau gefärbt und ihm die Diamantrüstung gegeben. Das sieht aus wie der weiße Drache mit eiskaltem Blick. Stell ich mir nice vor. Also mein Schokobo auf dem anderen, also der auf Shiva ist, der ist rot. Den hatte Luna mir, glaube ich, gefärbt. Als sie noch kein Haus hatte. Na, war so Luna so lieb und hat mir den gefärbt. Sprecher von Xenos, auch in dem Anime High School mitgesprochen. In einer relativ großen Rolle. Okay. Und was ist daran jetzt schlimm? Ich meine, gut, okay, Xenos Rolle ist ein bisschen, ja, ne? Aber Xenos finde ich trotzdem cool, muss ich tatsächlich sagen. Er hat so seine nervigen Momente, aber ich finde Xenos gar nicht so schlimm. Bin ich aber, glaube ich, einer von wenigen, die Xenos ganz okay findet. Ja, gut, ich kenne den nicht. Woher soll ich das wissen? Ich kenne leider noch nicht so viele. Also, ich kenne viele Animes, aber den kenne ich tatsächlich nicht. Keine Ahnung. Wenn du sagst, ein Anime, dann denke ich mir halt, okay, es ist halt normaler Anime. Szene ist schon cool, aber sein Vater hat echt mega Szene in Stormblood gehabt. Ja. Also, ich war von Stormblood eher so semi-begeistert. Aber es gab tatsächlich so einige Szenen, leider wenige, aber wirklich einige, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Die waren so mega cool. Gut, eine, da hatten wir noch, ich weiß nicht, es war eine ganz komische Person im Chat. Die meinte, das alles tot zu diskutieren. Und ja, die hat das Ganze so ein bisschen kaputt gemacht, sodass ich wenig von mitgekriegt habe. Ich glaube, das war bei der Zelt-Szene, wo die da ihre Verhandlung da hatten. Aber das, was ich mitgekriegt habe, war mega cool. Richtig mega. Also, ach, geil. Es gab so allgemein so viele tolle Szenen. Und Stormblood ist, wie gesagt, für mich das Schwächste bisher. Es ist gut. Allein wegen den Gebieten finde ich es mega cool. Aber es ist jetzt nicht so, ne? Nicht so das mein Favorite. Leider. Obwohl es cool ist. Also es hat jetzt so bisher nichts, wo ich sagen würde, nee, das ist überhaupt nicht meins. Also das hat Final Fantasy bisher noch nicht geschafft bei mir. Und ich glaube, das wird es auch nicht. Denke ich. Hoffe ich. Willkommen auf unserem Discord. So, jetzt werdet ihr mich nicht mehr los. Das ist gut. Wir lassen dich jetzt auch nicht mehr gehen. Das ist dir hoffentlich bewusst, oder?
Aber herzlich willkommen bei uns auch im Discord. Schön, dass du da jetzt auch bist. Das freut mich immer, wenn wir wachsen. Das ist immer so schön. Ich freue mich immer voll. So, ich habe immer noch nicht weitergelesen, ne? Geil. Ich, die aufs Klo muss, ne? Und komme einfach nicht weiter. Ich sag schon, das wird eher Just Chatting, als wir spielen ja aktuell, ne, unsere Sachen. Das wird nichts. Das verzeih ich jetzt schon. Übung macht den Meister. Daher solltest du dich erst einmal mit deinen Fähigkeiten vertraut machen. Sammle Erfahrung als Weißmagierin und komm zu mir, wenn du bereit für deine erste Probe bist. Möge der Wald dich alle Zeit schützen. Wow. Kannst du Aufträge für den Job Weißmagier nehmen? Ja, das ist mir bewusst. Danke. Ja, ich kann pinkeln gehen. Na gut, Hundi freut sich mehr. Jo, bis später. Bis später, Pennywise. Und vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst und auch für dein Follow. Das auch im Discord. Bist. Freut mich mega. Welcher ist dein Lieblingsanime, Lieblingsserie? Wenn, das ist mindestens ein FF14-Sprecher dabei. Ah, oh, da fragst du mich jetzt was, ne? Ohne Witz, ich habe so viele Lieblingsanimes, ne? Also der eine hat definitiv keine deutsche Synchro, das weiß ich. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Mit deutscher Synchro wäre gut. Ja, da fallen nämlich zwei schon auch raus. Das ist deswegen gar nicht mehr so verkehrt. Da fallen nämlich auf jeden Fall raus. Kimi ni Todoke fällt raus und 07 Ghost fällt raus. Oh, das ist verdammt schwierig. Ich möchte aus der Höhle von Ivry geholt werden. No, soll ich fix mitgehen? Soll ich fix mitgehen? Das kriege ich noch hin, bevor ich aufs Klo muss. Dann kannst du mich einmal fix... Ah, nee, ach ja, du bist der... Ach doch, ich kann doch noch auf Dinges wechseln. Sollte ja nicht so viel geben. Und der Ohrring ist ja, glaube ich, auch... Der Ohrring, ja. Ja, der Ohrring ist auch raus. Barfoot habe ich auch nicht drin. Ich könnte fix mitgehen. Wenn du mich einlädst. Kein Problem. Kann ich machen. Ifrit geht ja fix. Ifrit ist easy. Da habe ich kein Problem mit. Außerdem kommst du bei mir ja auch immer mit. Und noch geht das. Ich darf nur nicht auf die 51 kommen. Dann eine Lieblingsserie, wenn du kein Anime kommst. Doch, ich komme auf einen Anime. Warte. Überlege noch. Also ich würde tatsächlich jetzt einfach sagen, mein allererster Anime, den ich geguckt habe. Von dem ich tatsächlich auch die DVDs habe. Und zwar Vampire Knight. Vampire Knight. Ist die Serie, die ich, glaube ich, am häufigsten gesehen habe und wovon ich, glaube ich, auch die meisten Mangas besitze. Ja, da besitze ich, glaube ich, 6 oder 7 Bände. Von allen anderen nur 2 bis 3, glaube ich. Warte. Oh, weil meine Aussprache eher so semi ist, deswegen. Das so. Und da wäre es auch egal, welche Staffel, sind beide geil. Hallöchen. Ja, Palim, Palim. Mein Lieblingsschatz aus dem Anime. Ha! Das Ganze ist jetzt ein. Die drei Hauptprotagonisten tatsächlich. Also Zero, Kaname Kuran heißt er, meine ich, und Yuki. Also alle drei. Die Hauptcharaktere.
Kanami ist halt auch so ein Emmerich-Verschnitt, finde ich. Okay, jetzt das Ding. Bald das da. Nice so. Ja, geil. Da, 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 da. Okay. Jo, dann kann ich jetzt einmal kurz aufs Klo gehen. Ich ziehe mir aber vorher noch die Hühnchen an. Ich habe jetzt mal wieder einen Kilometermarsch vor mir. Oh Gott. Bin ich froh, wenn das bald ein Ende hat, ne? Ist das Einzige, was ich anziehen zu habe, meine Hausschuhe. Hab schon einen. Echt? Wen? Okay, das warte ich jetzt auch noch ab. Wen? wir haben 2000 Punkte. Nächstes Buch haben wir nicht? Okay. Nebenrolle, denke ich. Lehrer in Folge 1 spricht auch Gilgamesh und FF14. Ach ja, okay. Aber von den Hauptrollen keiner, ne? Im Anime und FF selber Sprecher. Okay. Aber von den Hauptrollen keiner. Okay. Mir würde jetzt auch kein anderer Charakter tatsächlich einfallen. Soll ich dir noch ein Anime nennen? Dann kannst du da auch nochmal raussuchen. Da weiß ich nur nicht, wie die zweite wie der eine Charakter da noch heißt. Müsste ich einmal kurz gucken. Weil da sind es auch zwei, da weiß ich aber nicht, wie der Fuzzi da heißt, der andere. Also einmal der Anime Jona. Und zwar tatsächlich Jona selbst. Vampir in Folge 8 spricht auch Luna! Schreib doch diesen Namen nicht! Bah! Weg mit dem ekelhaften Namen! Lösch den raus! Mach den weg! Nee. Luna, also wirklich. Ich schreibe dir übrigens gerade die Charaktere im Chat, ne? So. Er spricht auch Zeros Vater in Folge 10. Ah, yeah. Okay. Also, das sind die drei Charaktere aus dem Anime Jona. Also, tatsächlich aus dem, der auch beim ersten Namen steht. Bebe Masuna. Und ich gehe jetzt ganz kurz aufs Klo.